Naturverträglich wohnen. Was heißt das? Andreas Götz lebt vor, was er als Geschäftsführer der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA seit Jahren fordert. Mit seiner fünfköpfigen Familie hat er 2004 in Sevelen im Schweizer Rheintal ein Einfamilienhaus gebaut, das den höchsten Ansprüchen in Sachen Energieeffizienz und ökologischen Baumaterialien genügt. Dank der Photovoltaikanlage auf dem Dach wird außerdem mehr Energie erzeugt, als die Familie verbraucht. Das Heizsystem dieses Hauses ist sehr, sehr einfach. Es ist praktisch ohne äußere Heizung gebaut, sondern es nimmt passiv die Energie auf, die die Sonne uns zur Verfügung stellt. Das Haus ist aus Holz von A bis Z, das ist regionales Holz. Und die Isolation ist ebenfalls aus feinen Hobelspänen. Das ist eine 28 cm breite Isolation und damit wird das Haus schön warm gehalten. Das ist das erste Element. Das zweite Element sind die Scheiben gegen Süden. Das ist hochwertiges Glas, das die Eigenschaft hat, viel Wärme ins Haus zu lassen und wenig Wärme wieder austreten zu lassen. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass es eben nicht nur gut isoliert, sondern dass es eben auch viel Wärme reinlässt. Also darum haben wir auf der ganzen Südseite eine sehr durchgehende Verglasung des Hauses sozusagen. Also das ist das zweite Element. Und das dritte Element ist die Speichermasse. Wenn wir jetzt nur diese Glasfassade hätten und so viel Wärme reinlassen würden, dann hätten wir auch im Winter eine Überhitzung während der sonnigen Tage. Und kaum wäre die Sonne weg und man würde lüften, wäre die ganze Wärme wieder draußen. Deshalb ist es wichtig, dass die Wärme, wenn sie von der Sonne in Fülle zur Verfügung gestellt wird, gespeichert wird von dem Haus selber und dann wieder abgegeben wird, wenn es draußen kalt ist. Das funktioniert mit verschiedenen Elementen. Einerseits haben wir hier einen Boden, der ist ein Zementüberzug, 8 cm, also nicht armiert, ohne Eisen, einfach ein Zementüberzug, der als Speichermasse funktioniert. Und dann haben wir Lehmwände zwischen den Zimmern. Lehm ist sehr, sehr gut, um Wärme zu speichern, wieder abzugeben, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, wenn es trocken ist. Und so weiter. Das sind ungebrannte, rohe Lehmziegel, die entsprechend auch eine sehr gute Energiebilanz haben. Das dritte Speicherelement sind Kalksandsteine in der Decke, das sieht man im unteren Geschoss. Und dann hat es noch sehr viele Holzbalken, die auch ganz wenig Wärme aufnehmen und wieder abgeben können. Wir befinden uns hier im Alpenrheintal. Da ist es im Winter manchmal sehr kalt und manchmal auch neblig. Das heißt, wenn wir über mehrere Tage keine Sonne haben, dann müssen wir ein bisschen nachheizen. Das heißt, wir verbrennen Holz hier im oberen Stock in diesem Ofen. Und das ist in einem sehr kalten Winter, ist das etwa ein Stier Holz, das wir brauchen. Das ist also ein Kubikmeter Holz. Und in einem milden Winter ist es etwa die Hälfte, ein halbes Stierholz, das ist etwa die Menge, die wir hier sehen. Dies ist die Heizung für den ganzen unteren Stock. Das ist ein kleiner Elektrostrahler. Er beheizt im Notfall diese drei Schlafzimmer hier und das Bad. Das ist ein Stromfresser, aber wir brauchen ihn wirklich sehr, sehr selten. Im Sommer muss man natürlich schauen, dass das Haus nicht zu heiß ist. Dafür haben wir eine horizontale Außenbeschattung, die dafür sorgt, dass wenn die Sonne dann im Sommer hoch am Himmel steht, dass dann eben das Sonnenlicht nicht ins Haus hineinkommt. Im Winter hat man diese Beschattung natürlich nicht, dann will man so viel wie möglich Sonnenenergie im Haus haben. Dann steht die Sonne auch viel flacher und scheint dann wesentlich weiter ins Haus hinein. Wenn man aber gut darauf achtet, dass man in der Nacht wirklich die Fenster öffnet und das Haus auskühlt, dann hat man auch in einem sehr warmen Sommer, hat man tagsüber sehr kühl. Seit diesem Jahr haben wir nun auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die uns sehr viel Strom liefert. Konkret liefert sie mehr Strom unter dem Strich Ende Jahr gesehen, als wir in diesem Haus brauchen. Sogar, wenn wir die Heizung mit einberechnen und die Holzenergie in Kilowattstunden umrechnen. Das Warmwasser wird zu einem großen Teil auf dem Dach produziert mit einer Solaranlage.
Das heißt, dass entsprechend auch der Stromverbrauch gering ist für die Warmwasseraufbereitung. Alles in allem ist dieses Haus eindeutig ein Plus-Energiehaus, also ein Haus, das zwar nicht energieautark ist, weil es Strom aus dem Netz und Holz aus dem Wald bezieht, aber das unter dem Strich per Ende Jahr mehr Energie ins Netz einspeist, als es für seinen Betrieb braucht. Die Kosten für so ein Haus sind kaum höher als die von einem konventionellen Haus. Was teurer ist, ist zum Beispiel das händische Einbringen der Lehmwände, die dicke Isolation und auch die sehr hochwertigen Gläser, die man für die Fenster braucht. Alles in allem kann man sagen, dass dieses Haus wahrscheinlich wenige Prozent teurer ist, als wenn wir das in einem konventionellen Stil gebaut hätten. Aber unsere Heizrechnung beläuft sich wahrscheinlich um die 100 Euro, dies allerdings nicht pro Monat, sondern pro Jahr. Das Haus ist ein Holzhaus, das war uns sehr wichtig. Es geht hier einerseits um Wohnkomfort, es geht aber andererseits auch um regionale Wertschöpfung. Durch die Verwendung von regionalem Holz, das ist hier der Fall, haben wir natürlich auch viele Arbeitsplätze unterstützt hier in der Region. Angefangen vom Wald über die Sägerei bis zum Zimmermann, bis dann hier zum Verbauen im Haus. Wichtig ist nicht nur, wie das Haus gebaut ist und wie viel Energie es braucht im täglichen Leben sozusagen durch die Heizung. Wichtig ist natürlich auch, wie viel Energie verwendet wurde, um das Haus zu erstellen. Wenn man zum Beispiel mit Stahlbeton arbeitet, hat man einen riesigen Energieaufwand, bis das Haus schon einmal steht. Und dann nützt es natürlich wenig, wenn es nachher im Verbrauch während der Benutzung wenig Energie braucht. Es ist also wichtig, auch für die Erstellung eines Hauses wenig Energie zu brauchen. Und da ist man mit regionalem Holz sicher auf der guten Seite. Neben der Energie, die man braucht, um ein Haus zu erstellen und um ein Haus zu benutzen, zu beheizen beispielsweise, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich überlegt, wo man so ein Haus aufstellt. Wenn man das irgendwo abgelegen macht, ohne Anschluss an den öffentlichen Verkehr, und wenn das Resultat dann ist, dass alle, die hier wohnen, mit dem Auto zur Arbeit und zum Einkaufen und überall hinfahren, die Kinder in die Schule bringen und, dann ist das ökologischste Haus dann vielleicht unter dem Strich doch nicht so ökologisch. Hier sind wir in einer Situation, wo die Bushaltestelle ganz nah ist, wo man einen Halbstundentakt in beide Richtungen hat und wo man auch spät am Abend noch mit dem Bus nach Hause kommt. Das heißt, es ist sehr einfach, hier auf ein Auto zu verzichten. Das ist bei uns teilweise der Fall, indem ich auf das Auto verzichte, meine Frau aber nicht. Das Potenzial im Alpenraum ist groß. Würden alle nachhaltig bauen, wie die Familie Götz, könnte viel für das Klima getan werden. Dafür setzt sich die Zipra ein, für ein Leben in den Alpen, für Mensch und Natur.